Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu einem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Ich habe heute für euch die aktuelle Glossy Box aus dem Monat März. Sie ist diesen Monat sehr, sehr spät bei mir erst eingetrudelt. Ja, genauso wie die Goodie Box auch und die Pink Box. Die kamen quasi alle so mit einem Tag Abstand bei mir an und erst nachdem der halbe Monat schon vorbei war. Ich bin sehr gespannt, was drin ist. Ich habe mich wie immer nicht spoilern lassen. Und wenn ihr genauso neugierig seid, dann bleibt sehr gerne dran. So, okay, wir machen sie mal auf. Sie ist relativ schwer. Ich bin gespannt. Oh, das Design ist sehr, sehr schön. Sehr frühlingshaft. Richtig schön mit diesen Blumen drauf. Richtig schönes Design. Entschuldigt, wenn ich noch ein bisschen verschnupft klinge. Ich bin wie immer krank. Quasi. Wie immer erkältet. Nennen wir es mal so. Krank würde ich das nicht nennen. Ich bin erkältet. So wie immer. Ich komme da gar nicht mehr raus. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir schauen uns mal gemeinsam den Inhalt dieser schönen Box an. Was haben wir denn hier? Time to Discover. Spring Awakening. Eine sehr schöne Karte. Ich mag die Farben sehr gerne mit dem Lila und diesem sehr dunklen Pink und dem Weiß. Sieht sehr, sehr hübsch aus. I hope you feel beautiful today. Nein, ich fühle mich heute nicht sehr beautiful, aber das macht nichts. So, dann gucken wir mal, ne? Oh la la, mich lacht hier was Schönes an. Und zwar haben wir was von Barbour. Wir haben die Kollagen-Booster-Ampullen. Und zwar eine komplette 7er-Packung. 7x2 ml. Für alternde, reife Haut mit weniger, also mit dem quasi Haut, die nicht mehr so viel Kollagen beinhaltet. Das soll aufplustern, glätten und die Elastizität zurückbringen. Wir kennen ja diese schönen Ampullen von Barbour und ich liebe sie. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch im Vorrat habe oder nicht. Ich glaube, es kann gut sein, dass ich die noch habe als Zunespäckle. Vielleicht geht es in die Verlosung. Mal gucken. Ich mag die auf jeden Fall sehr gerne. Die kosten bestimmt auch 30 Euro, glaube ich, so um den Dreh. Ich blende es euch wie immer ein, also nicht schlecht. So, als nächstes kommt was, was nicht so ganz mein Fall ist. Und zwar von Hydrofugal haben wir einen Deo-Roller. Duschfrische, frischer Duft, langanhaltend frisch und trocken. In 50 ml. Ich tue mich mit Duschrollern schwer. Ist ähnlich vom Prinzip her bei mir wie mit Sprühdeos. Aber ich möchte gerne mal riechen. Oh, es riecht super. Es riecht wirklich frisch und sauber. Sehr, sehr angenehmer Duft. Erinnert mich an frische Wäsche und ja, an so frisch geduschtes Gefühl. Das stimmt. Also sehr, sehr schön. Also der Geruch ist toll. Ich denke, ich werde es auf jeden Fall mal austesten, ob das denn trocken hält. Was ich halt an diesen Rollern nicht so mag, ist dieses nasse Gefühl unter den Armen. Dass man immer erst quasi so warten muss, bis das alles abgetrocknet ist. Das ist nicht so ganz meins, aber ich teste es trotzdem sehr gerne mal aus. Es geht weiter. Wir haben von Balea Med etwas. Ultrasensitiv Intensivserum. Das kommt mir jetzt sehr gelegen, bin ich ganz ehrlich. Da ist eine siebenfach Hyaluronsäure drin, Q10 und Ectoin. Das sagt mir nichts. Mikrobiombalance steht drauf. Ohne Parfüm, Parabene und Farbstoffe. Cool. Balea Med wollte ich mit meiner sehr empfindlichen Haut sowieso mal ausprobieren. Was ist denn dieses Ectoin, was steht denn da dazu drauf? Mit Ectoin, Panthenol und Allantoin. Also wahrscheinlich gut für die Hautschutzbarriere, denke ich mal. So, beruhigt selbst gestresste und empfindliche Haut und hilft Hautirritationen vorzubeugen. Das Serum unterstützt das Gleichgewicht der Hautflora. Das kommt mir, wie gesagt, sehr gelegen. Wir haben 30 ml. Das ist mit einem Pumpspender. Keine Pipette, sondern zum Pumpen. Ich würde es mal antesten, wie die Konsistenz ist. Oh, es ist so weißlich-gelb. Ja, es riecht wirklich nach nichts. Soweit. Fühlt sich angenehm an, wie eine ganz leichte Gelcreme. Nee, riecht wirklich nach nichts. Sehr schön. Fühlt sich feuchtigkeitsspendend an. Leicht, ganz leicht fettig, würde ich sagen, aber nicht klebrig und es zieht sehr schnell ein. Also ja, fettig ist wahrscheinlich das falsche Wort. Es fühlt sich halt ein bisschen an wie eine Creme, aber nur eine ganz, ganz, ganz leichte. Fühlt sich gut an bisher. Das probiere ich wirklich sehr gerne mal aus. Meine Haut
wird es hoffentlich gut vertragen. So, es geht weiter. Wir haben noch ein paar Sachen. Wir haben was von Style Dry. Sehr schön. Oh, eine Scalp Mask mit Pineapple and Coconut. Von Style Dry habe ich diesen Polish and Prep Primer für die Haare. Auch mit hier Ananas- und Kokosnussduft. Da ist noch Aloe Vera mit drin und Hyaluronsäure für alle Haartypen. 50 Milliliter, das finde ich richtig interessant. Style Dry ist eine Marke, die sich mir jetzt doch bisher mit diesem Primer doch relativ positiv hervorgetan hat. Deswegen bin ich sehr gespannt, das auszuprobieren. Und eine Scalp-Maske, sehr, sehr cool. So, use on wet to towel dry hair before shampoo. Okay, logischerweise, ja. Gently work the mask on your scalp. Leave for 10 minutes before rinsing. Einmal bis zweimal die Woche oder halt so oft wie benötigt benutzen. Sehr cool. Freue ich mich drüber. Der Duft wird wie bei dem anderen auch nach Pina Colada sein. Das fand ich auch sehr toll. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Und das letzte Produkt ist von Dr. Pawpaw etwas. Ein Tinted Peach Pink Balm. Ein Multipurpose Balm mit natürlichem Pawpaw, was auch immer das heißt. Das soll hydratisieren, nähren für Lippen und Wangen. Oh, okay, das ist wieder so ein Mehrfachprodukt, wo es dann heißt, das kannst du als Blush benutzen, wo ich dann immer denke, so, wie denn? Weil ein Lippenbalsam ist ja von der Konsistenz her schon eher ein bisschen klebrig. Und da frage ich mich natürlich immer, wie soll man das als Rouge auftragen, also als Blush. Ich schaue es mir mal an. Das ist eine kleine Tube. 98% natürliche Inhaltsstoffe, finde ich sehr, sehr schön. Wir haben hier 8 Milliliter. With a hint of tint steht dran. Also nur ein Hauch Farbe. Und dieses Peachige kommt ja dieses Jahr. Es sieht eher aus wie ein Lippenbalsam. Es ist sehr, sehr fest. Muss man auch wieder dolle drücken. Okay, sehr peachig. Lässt sich ganz gut auftragen. Ein schöner, schöner Farbton. Richtig frühlingsmäßig. Das würde ich sogar mal probieren wollen, als Blush aufzutragen. Aber das ist natürlich schon sehr beppig. Muss man das dann abpudern? Könnt ihr mir dazu eine Information geben in den Kommentaren? Ich würde es dann halt danach einfach abpudern, oder? Dass es dann eben nicht mehr klebrig ist. Es riecht ganz normal, wie ein Lippenbalsam halt. Ne? Hat keinen speziellen Geruch. Und es ist das erste Produkt von Dr. Pawpaw, das ich habe. Da bin ich sehr gespannt drauf. Es sind schöne Sachen drin in dieser Box. Sehr, sehr schön. Ein bisschen Gesichtspflege. Wir haben noch was. Wir haben was Dekoratives drin. Wir haben Körperpflege und Haarpflege. Also an und für sich eine super ausgewogene Box mit für mich sehr interessanten Sachen drin. Und genau deswegen habe ich seit über einem Jahr die Glossy Box im Abo. Ich liebe sie. Ich liebe sie, weil genau solche Boxen dann für mich mega interessant sind. Ja. Ich freue mich sehr. Und das Design ist wieder auch sehr, sehr schön. Spring Awakening steht hier noch im Deckel drin. Sehr, sehr hübsch. Also ich freue mich sehr über den Inhalt. Und falls ich das hier noch unangetastet auf Vorrat habe, dann bekommt ihr das in die Verlosungsbox. Und ja, ich schwöre, ich werde auch bald wieder eine Verlosung machen. Mein Timing, zeitliches Management ist gerade nicht das Beste. Deswegen kommen auch gerade so unregelmäßig nur die Videos, weil ich mit dem Schneiden einfach nicht hinterherkomme. Es tut mir sehr leid. Ich versuche mich zu bessern. Da ist gerade bei mir einiges im Gange und genau. Ich versuche mich zu bessern. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr zum Inhalt dieser schönen Frühlingsbox sagt. Habt ihr Frühlingsvibes oder fühlt ihr euch heute beautiful? Gebt mir da gerne ein Feedback. Ihr wisst, ich freue mich immer drüber, auch wenn ich in letzter Zeit nicht so häufig antworten kann, wie ich es gerne möchte. Das tut mir sehr, sehr leid. Auch da versuche ich mich zu bessern. Ja, und wie gesagt, gebt mir sehr gerne ein Feedback. Ich freue mich immer drüber. Und falls ihr es noch nicht getan habt, gebt dem Video bei Gefallen sehr gerne ein Däumchen nach oben. Würde ich mich auch sehr freuen. Und über ein Abo natürlich sowieso. Ich danke euch vielmals. Und ich verlinke euch einfach mal hier meinen Kanal und hier irgendeine meiner Playlists. Vielleicht die Glossybox, vielleicht eine andere. Wir werden sehen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, eure Biene. Tschüss.